Hallöchen Leute, willkommen zu F1 2017. Ein Satz, den ich schon etwas länger sagen wollte. Und nun ist es endlich soweit. Für mich das erste Video, was ich hier live kommentiere. Und wir sind direkt mit einem Highlight unterwegs, nämlich mit dem Ferrari F2004 hier in Monza. Und das ist eine super Kombination, denn wir haben einen V10-Motor drin. Dieser V10-Motor hat unfassbar viel Power. Und ja, ich werde hier größtenteils mal mit dem Standard-Setup fahren, werde allerdings ein bisschen weniger Flügel mitnehmen. Das ist, denke ich mal, für Monza allgemein ganz gut. Werde mal den Bremsdruck ein bisschen erhöhen. Ansonsten seht ihr, dass ihr die Classic Cars sowie auch die F1 2017 Fahrzeuge entsprechend anpassen könnt in ihrem Setup. Und ohne lange rumzuschwafeln, legen wir einfach mal direkt los. Ein bisschen mehr Sprit haben wir ebenfalls dabei und wir fahren auch gegen V8 Fahrzeuge, also beim Start aufpassen. Wir fahren bei 110% KI-Stufe. Geht ja bis 110 mittlerweile. Okay, die Renault sind auf der Geraden echt langsam. Bei 110%, da gehe ich mal davon aus, dass die KI ebenfalls sehr schnell sein wird. Und es wird auch morgen einen Vergleich zwischen den ganzen Classic Cars geben. Hier in Monza. Und da seht ihr mal, wie schnell die jeweiligen Fahrzeuge sind, denn ja, da gibt es die ein oder andere kleine Überraschung, wenn man sich das ganze Spiel mal anschaut. Ansonsten möchte ich natürlich zu einigen Classic Cars auch Videos machen und ja, die weiteren werden auf jeden Fall im Laufe des heutigen Tages oder im Laufe der Woche folgen. Und hier können wir jetzt einen 2002er, ist es glaube ich, überholen. Außenrum schön vorbeigezogen. Die Kurvenlage ist trotz wenig Flügel immer noch ziemlich gut. Jetzt gucken wir mal, ob wir an die 2004er-Kollegen rankommen. Ja, das Auto ist einfach der Wahnsinn. V10-Motor, 900 PS, bis 18,7 ungefähr können wir hochdrehen. Und ich glaube, die beiden da vorne sind ebenfalls 2004er Ferraris. Ja, aber da die KI allgemein unfassbar schnell ist, glaube ich, dass wir es ein bisschen schwer haben könnten, da ranzukommen. Am Anfang tue ich mich mit neuen Formel 1 Spielen sowieso immer ein bisschen schwer und irgendwann fahren wir eine Last First Saison mit Vettel und gewinnen einfach den Titel. So ein bisschen der Werdegang in fast jedem F1 Spiel gewesen. 1,21,3 kommen wir drunter. 21,7. Da ist also noch ein bisschen Luft nach oben. Bis 2007 gab es noch die Traktionskontrolle, allerdings habe ich die hier mal abgestellt. Ich fahre komplett ohne Fahrhilfen, weil das auch sehr oft gefragt wird. Sehr schön in die erste Lesmo reingeräubert. Das nächste Fahrzeug, was ich auf jeden Fall fahren möchte, ist der Red Bull RB6. Wahrscheinlich in Monaco oder vielleicht auch in Singapur. Mal schauen. Spanien wäre eigentlich auch eine ziemlich gute Red Bull-Strecke, um da mal die extreme Kurvenlage des RB6 zu testen.
Aber ich kann auch sagen, dass die Classic-Rennen extrem viel Laune machen. Ich bin jetzt schon ein paar gefahren und vor allem, wenn man mit zwei unterschiedlich schnellen Fahrzeugen fährt, die jeweils ja, in anderen Regionen ihre Vorteile haben. Das ist jetzt ein Einheitsklassen-Event. Also wir fahren mit gleich schnellen etwa. Ja, mit etwa gleich schnellen Fahrzeugen. Man kann es auch einstellen, dass man mit den 80ern und 90ern auch fährt. Aber trotzdem gibt es da unterschiedliche Regionen, wo verschiedene Autos verschieden schnell sind. Und hier habe ich mal die Schikane verpasst. Aber wir müssen auch mächtig pushen. Wir müssen mächtig Dampf machen. Wir sehen aber, da hinter uns ist ebenfalls noch ein 2004er. Das müsste unser Teamkollege sein. Der gelbe Punkt. So, in Ascari ein bisschen quer gegangen. Ja, also man muss schon sagen, die KI fährt extrem schnell. Das muss man ja schon lassen. Ansonsten der V10er, der F2004, der fährt sich einfach grandios, wirklich. Der fährt sich richtig, richtig gut. Und ich hoffe, dass ich jetzt mal keine Fehler mache. Und für mich bedeutet dieser Sound auch ein Stück weit Kindheit, denn ich bin mit den V10-Motoren aufgewachsen. Ist das nicht der Spitzenreiter? Ja, und so sehr auch der V8 ganz angenehm und schön klang, muss ich sagen, dass für mich persönlich der V10 einfach so die Formel 1 darstellt, einfach weil ja, ich das quasi in meiner Kindheit immer gehört habe, so. Ich muss sagen, der ist schon deutlich leichter auf dem Heck als noch, oh, da muss einer an die Box. Der ist schon deutlich leichter auf dem Heck als im Hotlap-Modus, interessanterweise. Also da geht das Heck auch mal ganz gern quer. Fahrer vor mir. Michalski vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,5 Sekunden. Du holst pro Runde einen Zehntel auf. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 21,2. So, mal gucken, ob wir da nochmal rankommen. Das wird nämlich eine etwas größere Aufgabe, vorbeizukommen, als ranzukommen. Also, wobei beides ist nicht so leicht. Mal schauen, was davon gelingt. Oh. Jetzt sag bitte nicht, dass er Probleme hat. Ja, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Beide F2004-Konkurrenten hier vorne sind weg. Wir fahren die schnellste Rennrunde, gerade wo es hätte spannend werden können. So, und ich mach's mal wie folgt. Ich lasse mich mal ein bisschen zurückfallen. Wir lassen mal die beiden Jungs hinter uns aufholen. Und dann fahren wir mal mit Lausen, der ebenfalls ein F2004 fährt, der gelbe Punkt. Zumindest ist es meine Erfahrung, dass die dieselben Fahrzeuge fahren, die Teamkollegen. So, kommt schon. Denn wir wollen natürlich auch ein bisschen das Fahrzeug in Action sehen. Wir wollen auch ein bisschen sehen, wie die KI mit den Classic Cars hier hantiert. So, und Lausen lassen wir ebenfalls vorbei. Na, du kannst vorbeiziehen. Der F2002 davor, der ist sowieso einholbar.
Aber an denen vorbeizukommen ist auch relativ schwer, kann ich euch sagen. Zumindest mit 6-6 Flügeln war das hier ziemlich hart. Oh, wir haben ein bisschen abgekürzt. Ich glaube, das geht d'accord bei dem ganzen Zurückfallen lassen. Ansonsten muss ich sagen, die Fahrphysik ist ziemlich gut. Die macht extrem viel Laune. Und auch das Force-Feedback stimmt ziemlich gut. Der Boden gibt einem sehr viel Feedback im Vergleich zu F1 2016. Jetzt ist er schon vorbei, oder was? Darf doch nicht wahr sein. So, egal. Es geht nicht ums Gewinnen, es geht um ein schönes Rennen. Und das werden wir auf jeden Fall jetzt haben. Schöneres als einfach vorne wegzufahren. Lässt mir hier ziemlich wenig Platz. Schnellste Runde von Marie Lausen. Achso, das ist sogar eine Teamkollegin. Okay, cool. Holen wir sie schnell nochmal ein. Bisschen überfahren. Sah nicht ganz rund aus. So, und ich muss sagen, der neue Jeff, der gefällt mir sogar ganz gut. Der haut hin und wieder mal ein paar Infos raus. Ist allerdings auch nicht unbedingt so nervig wie der neue, wie der alte Jeff, meine ich. ...1,20,5, wow. Ja gut, die fährt jetzt ziemlich flotte Zeiten. Wie gesagt, die KI auf 110% ist auch extrem schnell. Aber vielleicht kriegt sie auch nochmal Probleme. Ansonsten muss ich sagen, der Sound ist einfach ziemlich gut. Aus der Außenperspektive muss ich ehrlich sagen, hätte ich mir gewünscht, dass er mehr widerschallt. Dass der ein bisschen ohrenbetäubender ist aus der Außenperspektive in den Replay-Szenen. Das zeige ich euch gleich auch nochmal gerne. Aber vor allem in der Onboard gefällt er mir eigentlich ziemlich gut. Jetzt sind wir auch mal bei einer 1,20,5. Es sind extrem schnelle Zeiten. Es ist einfach nur verrückt, was wir hier fahren. Ja,
Aber man merkt schon so ein bisschen, dass die Traktionskontrolle noch simuliert wird, obwohl ich sie abgeschaltet habe. Was eigentlich ganz sinnvoll ist, denn wenn man, wow, es sich schwer machen möchte, dann ja, muss man trotzdem, finde ich, ein bisschen das authentische Fahrgefühl noch beibehalten. Und der F2004 ohne Traktionskontrolle wird relativ schwer. Beim MP423 merkt man es dann, dass da die Traktionskontrolle dann plötzlich weg war. Das Auto direkt ein bisschen langsamer gewesen. Ja, aber man kann auch gut quer gehen. Das merkt man hier bei Eingang Ascari. Wir sind auch schon bei 42% Reifenabrieb hinten links. Etwa zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Ja, das passt ja wunderbar. Oh mein Gott. 17.000stel sind es, glaube ich, gewesen, die wir langsamer waren. Ah, oh Gott. Also ihr seht, man kommt gut mit der KI mit, aber die sind auch extrem schnell. Ich bin jetzt schon einige Runden mit dem F2004 gefahren. Oh Mann. Muss aber auch sagen, das Heck ist ordentlich lose gerade. Würde ich mir doch lieber die Traktionskontrolle wieder wünschen. Wäre ganz geil gewesen, wenn man das einstellen könnte. Es wäre super, wenn man das im Quick-Menü schnell auswählen könnte, denn in so Spielen wie Assetto Corsa oder so, da geht das dann auch, dass man die Traktionskontrolle on the fly ändert, genau wie die Bremsbalance oder so. Das geht hier auch, zumindest mit der Bremsbalance. Aber ja, das wäre so ein kleiner Wunsch noch für die Classic Cars gewesen. Ja, die KI fährt die Zeiten vor allem extrem konstant. Ja, da möchte ich einfach ein bisschen zu viel. Ich will unbedingt nochmal die schnellste Rennrunde holen, aber mit den Fehlern wird es wahrscheinlich eher nichts mehr. Aber ich glaube, dieser Ritt über 13 Runden in Monza, der hat mega Laune gemacht. Oh, da habe ich ein bisschen Ascari abgekürzt. Gut, an der Position wird es eh nichts verändern, spritmäßig. Signalisiert zwar, dass es knapp wird, aber wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen Überschuss haben. Und damit, ja, hätten wir zwar den Sieg geholt, wow, aber 1:20:1. Das ist das Ende des Rennens, wir sehen uns im Park Fermi. 1:20:1 ist natürlich wieder eine krasse Zeit, die da vor uns hingelegt wurde, wow. Ja, aber ich denke, bei so viel Grip, wie dieses Auto hat, da kann man sogar fast 1-1 Flügel fahren. Und damit wäre man wahrscheinlich noch ein bisschen schneller. Aber hier, Gratulation schon mal an Sie. Gut gefahren. Ja, und die Mechaniker gucken total ernst rein. 2,8 Sekunden Rückstand hatten wir am Ende. Ja, wir haben uns aber ungefähr 9 Sekunden zurückfallen lassen. Egal, dadurch ist ein bisschen Spannung aufgekommen, denke ich mal. Und ja, außer Marie Lausen, der Dänin, waren eigentlich alle ein bisschen langsamer. Also auch hier, wo war der F2004? Hier, Sari. 1:20:7 ist er gefahren. Und ich lasse jetzt mal das Replay gerade laufen. Ja, also, das ist der F2004 gewesen. Ein unglaublich tolles Auto, wenn ihr mich fragt. Macht megamäßig Laune.
Der Sound ist einfach richtig gut. Aber ja, man muss auch da erstmal ins Ziel kommen, um da ein ordentliches Ergebnis einzufahren. Das haben zwei Kandidaten vor uns gemerkt, aber es war einfach richtig, richtig geil. Der Sound hier im Replay, wie gesagt, der ist mir ein bisschen zu wenig ohrenbetäubend. Aber wichtig ist vor allem für mich dann, dass es im Onboard-Modus gut klingt. Und ich finde, in der Onboard, da klingt er sehr, sehr gut. Und ja, vielleicht können wir uns nochmal demnächst ein Rennen mit diesem Fahrzeug anschauen, wenn ihr es euch so wünscht. Ansonsten gibt es noch zahlreiche Gameplays jetzt zu etlichen Classic Cars. Wenn ihr Spaß hattet, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Das wäre wirklich super. Ansonsten, wenn ihr jetzt Bock auf das Game bekommen habt, in der Beschreibung findet ihr einen Link, ebenso zu den anderen Playlists, denn es gibt nicht nur Classic Cars Gameplay, es gibt auch die Karriere und es gibt auch ja, ein paar Guide-Videos, wo auch der Classic Car-Vergleich hinzuzählt, den ich hier auch in Monza schon gemacht habe, und da seht ihr dann, welches Auto in etwa wie schnell ist auf dieser Strecke. Also, vielen, vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal bei F1 2017, macht's gut!